Hallo, ich begrüße euch zu meinem 25. Let's Play von Call of the Sea. Jetzt wird's spannend. Ich hoffe, nichts übersehen zu haben, aber dass ich diese Bilder und Symbole nicht anklicken konnte. Ich muss es nochmal probieren. Ob es doch noch irgendwo. Hört ihr das? Weil das sieht aus wie eine Tür. Aber ich kann nichts machen. Ich kann sie nicht anklicken. Okay. Dann drücken wir auf die Knöpfe. Das machen wir ja gerne. Ich zumindest. Beim Bewegen tut sich ja immer was, ob es richtig ist. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Nee, Quatsch. Spaß beiseite. Es wird jetzt auch spannend. So, welchen drücke mal zuerst? Immer links. Weiß auch nicht. Wenn ich nur hoch. Wenn ich. Hey, sie sitzt ja immer mit Boa, oder? Oh Mann. Aber ich schneide nichts raus. Anka, du meint er nicht. So. Oh. Habe ich die vorhin übersehen? Rondo Parade? Oh Gott. Okay. Und mit welchen Zigaretten? Dann lassen wir mal die nächste Räder los. Schon intelligent gemacht, ja? Wow. Das war nicht still. Und du hast doch nicht gezielt. Ich war ja wohl kein anderer Warnhang. Moment. Das sieht so aus wie das Ding auf meiner Hand. Circular stones with strange carved symbols. Das leuchtet. These icons on the wheel are the same as the constellations I have on my hand. Wie ein Luschen auf deiner Hand. Ich habe nur eins bemerkt. Das ist es doch, oder? Ja. Ja, muss ich jetzt überall dieses Symbol drücken? Hä? Was nun? Ja, das ist überall das gleiche Symbol. Aber wenn ich es drücke, ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Ah, okay. Das sieht auch so aus. Da drücke ich jetzt oder drücke ich nicht? Okay. Okay, dann schalte mal so einfach mal alle an. Gucken, was passiert. Ups. Okay. Sind sie ja aber schon ab. Was macht jetzt das vierte? Okay, und nun? Ist irgendwo eine Tür aufgegangen? Oder soll ich da runter? Nee, das will ich eigentlich gar nicht. Was jetzt? It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Ich brauche die Ringe wahrscheinlich noch, wo du schwarz hin. It's a Aber wie setze ich den pentagon-shaped da? symbol with channels in its edges. What was it used for? Hm. War ich da vorhin schon? Sieht irgendwie aus, als müsste sich das bewegen. Aber das ist ja total zugewachsen. Es bewegt sich mit Sicherheit später. Bin davon überzeugt, dass du durchkrabbeln. Würde mir einiges ersparen, in der Logisch nicht.
Ja, nun. Gibt keinen Schalter mehr zum Drücken. Da ist das Tor. Noah, steht irgendwas im Tagebuch, was ich jetzt übersehen habe? Vielleicht müssen sie auch nicht alle sein. Soll ich nur wieder was ausschalten? Nur welches? Was du willst? Ach, das sind die Räder losgefahren. Keine Ahnung. Was passiert, wenn es wieder ausmacht? Moment, vielleicht muss es ja ein bestimmtes Aussehen haben. Muss so aussehen wie das Symbol auf der Hand. Weil die Figuren du nicht beziehst, so kriege, das ist witzig. Moment. Ich mache jetzt einfach nur das Gegenüberliegende noch aus. Ich weiß nicht warum. Sagt mal einfach mal Bauchgefühl. Das war da, Moment, das war das Erste. Das heißt, es müsste eigentlich... Ja, welches weg? Ich mach's jetzt einfach nur alle weg. Das war das, was ich ausgemacht habe. Ich hab keine Ahnung. Null wieder. Auf das Symbol zu kommen, so wie sie es auf der Hand hat. Sie tüftelt da jetzt. Warte. So sieht es doch aber dann noch aus, oder? Ja, so sieht es doch jetzt auch aus. Und was tut sich? Hat sich irgendwo was getan? Ist der Eingang? Ich dachte immer schon, oh, das ist das Aufgang, wenn du weißt, ist der Eingang. Jetzt gehe ich nochmal runter. Vielleicht kann ich irgendwas aktivieren. Aber das sieht jetzt so aus wie das, was die Nora auf der Hand hat.
It's a pentagon-shaped symbol with channels. It's a pentagon-shaped symbol with channels in its edges. What was it used for? Okay. Was soll ich tun? So, jetzt muss ich mir gucken, ist irgendwo irgendwas passiert. Ja, warte mal. Ne, das ist noch offen. Das ist geschlossen, das ist geschlossen. Ich vermute, dass diese Türen aufgehen. Oder? Aber die sind alle zu. Okay, warte. Oh, Nora stöhnt auch schon. Dir geht's wie mir. Okay. Das sieht jetzt so. Das sieht doch aber genauso aus wie ein Drachenbuch. Oder bin ich jetzt doof? Ja. Hallo? So ist der Wart aufgedrückt. Versteh's, Anna. Ich versteh's grad nicht. Tut sich irgendwo was? Nee. Oh Mann. Ich drücke jetzt einfach nur blind, im Blindflug. Was passiert jetzt? Oh, Blindflug ist manchmal gar nicht verkehrt. Da gehen wir jetzt rein. Ich bin gespannt. Oh Gott. Wo führt mich das hin? Oh. Ein Bild. Oh mein Gott. Hat der da eine Kette um den Hals? Nee, oder? Oder nicht? They took them to a throne room. That was the final step in the ritual. Der letzte Teil des Rituals. Okay. Wir nähern uns. Oh Gott, ich darf gar nicht denken. Was passiert jetzt? Wow. Schon cool, echt. What an odd structure. Riddled with nooks and crannies and endless stairways. Okay. Da oben scheint was zu sein. Zum Drücken, mit Sicherheit. Ah, nee, ich werde gleich wieder gebissen, oder? Muss ich das tun? Tut's nur das erste Mal. Beim ersten Mal tat's noch weh, beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Oh! Oh! Es tut mir jetzt weh beim Zug. Ach, guck mal, das nächste Symbol. Und das muss ich jetzt ohne an den Schalter Bezug machen. Geht das? Ja, so. Wow! Boah, guck mal. Das sieht doch gigantisch aus, oder? Boah, herrlich. Wie komme ich jetzt wieder runter? Warte, wo war die Treppe? When I arrived on this island, I felt like I was trespassing. Aber jetzt fühle ich mich wie zu Hause. I feel like this is where I belong. Ja, siehst du? Ich hab's befürchtet. Bin aber echt, hä? Jetzt kurz dunkel. Ja, hopp, wo bin ich denn jetzt? Sag mal. Ah. Geh mal da lang. So. Ja, und was für ein Schalter drücke ich jetzt? Ne? Hoffentlich muss ich dann, wenn ich die falsche drücke, nicht wieder alle. Oh, warte mal, ich habe die erste. Nicht wieder alle nochmal neu drücken.
Den habe ich nicht. Ah, guck mal, der leuchtet schon. Wie oft muss ich mich noch beißen lassen? Okay, den hatten wir. Dann gehen wir jetzt zu dem. Das war falsch. Machen wir den nochmal aus. Moment. Wenn ich davor stehe. Den hatte ich gedrückt zum T. Für mich wäre es logisch gewesen. Den habe ich gedrückt. Ja. Es ist doch das. Oh, ich bin so doof, kann ich doch nicht sein. Die leuchten doch. Okay. Den. Den nicht. Habe ich den gedrückt gehabt? Nee. Den hatte ich doch, oder? Warum funktioniert es nicht so? Hat sich da was getan? Plötzlich wird ihr da was? Lass mich mal um die Ecke gehen, der ist zu. Der auch. Der auch. Ja, und nun. Den war mal. Muss ich die anderen wieder wegmachen? Warte, wir versuchen es. Kommt noch ein Stück vor. Könnte sein. Oh, Nora, das Spiel ist echt. Ich glaube, ich träume heute Nacht von dem Spiel, weil ich jetzt schon die vierte oder fünfte Folge nacheinander aufnehmen. Da gibt es Sinn. Ich versuche jetzt einfach. Das Gegenüberliegende auch noch anzuschalten. Ich habe keine Ahnung, wie das Buch sieht dann aber mit Sicherheit so ähnlich aus wie ihr Standbild im Tagebuch. Das war's, ne? Es tut sich nichts. Es tut sich nichts. Was soll denn der Mist? Ja. Wie machen wir jetzt weiter? Es muss mit Sicherheit irgendein Symbol. Warte mal, was sind die? Dunkle Punkte. Ach so, wenn ich dieses Symbol forme, dann geht die Tür auf. Ach, lustig, was für ein tolles Rätselspiel. Wo das Symbol drauf ist, richtig? Warte mal, wenn das für das eine Rad steht und das für das andere. Moment. Ich mache jetzt mal wieder. Warte. Mach mal aus. Ups. Ja, das wäre ja eigentlich logisch. Wenn ich. Ich muss wahrscheinlich diese Figuren bilden. Ach, nichts leichter als das. Wenn man im Vorfeld wisst, wie die wo agieren, ich mache jetzt einfach mal alle aus. Zack. Ja.
Wie habe ich denn das gemacht? Okay, egal. Ich habe kein blasses Schema, aber... Okay. Das ist der Knaller. This place is like a labyrinth. Ach. Ein Labyrinth. Ah, da ist das Bild, was ich vorhin nicht die Felsspalte gesehen habe. Nein, kann ich interagieren? It was submerged in black ichor. Die Taube im schwarzen Schleim, jawohl. Moment, wo bin ich hergekommen? Gehen wir jetzt mal nicht raus. Ich muss bestimmt mich nochmal beißen lassen. Ja. Harry seems to be on the brink of madness. Ja, der arme Harry. I don't feel the slightest hint of confusion. Dein Kopf ist klarer als jetzt. Echt? Meiner ist more focused than ever. Schön für dich, Nora. Bei mir klappt sie ganz gut. Oh, bereit für den nächsten Biss. Oh. Again? Seriously? Oh. Ow, that hurt. Again. Oh. Oh. Okay. Puh. Bereit? Seid ihr bereit? Ich komme mit mir runter. Nora ist mutig. Also es muss mal, also sehr mutige Frau. Absolut. Warte. Puh, ich hätte umleben. Also im Real Life hätte ich die niemals mal Hand reingeschubt. Das ist der einzige Grund, dass ich mich selbst opfern würde, wäre wirklich nur für mein Kind. Das wäre so, ich denke, der einzigste Mensch, für den ich mich jemals opfern würde. Boah, total. So. Okay. Weiter geht's. Sind die jetzt wenigstens alle aus? Nächstes Symbol. Wir drücken. Aha, das geht. Ach so, wenn ich das drücke, das andere automatisch weg. Sehr gut. Was für ein Symbol brauchen wir? Das sieht schon mal dem ziemlich ähnlich. Okay. Wir gehen nebenan. Versuchen wir es einfach wieder, wenn es so geht wie eben, dass man da einfach. Doch simpel. Okay. Noch ist nichts passiert. Glaub aber nicht. Das sieht gar nicht so aus wie in dem. Warte. So sieht gar keins aus. Das muss ich wegmachen. Und geh zu dem Nevada. Nora, was machst du mit mir? Ich dachte, sie ist so klar im Kopf. Ja, welches drücke mal dann jetzt? Verflucht und zugenäht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nö. Hallo? Hallo?
wurde bereits das dritte Mal gebissen. Was ist? Mhm. Wie lange bin ich denn eigentlich? Oh, schon wieder 25 Minuten. Ja, sag mir welchen Knopf. Links ist immer eine gute Option. Nee, in dem Fall muss ich doch so Sternbilder kreieren. Ich bin wieder weg. Tschüss. Scheiße, Alter. Ja. Okay, probieren wir denn. Ich dachte, wir können heute das Finale machen oder in der Aufnahme. Klappt bisher nicht, aber ich bin davon überzeugt, nächste Folge werden wir es schaffen. Wir sehen uns. Bis bald und danke für eure Zeit. Tschüss. Tschüss.